Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Modtest in Landwirtschaftssimulator 2013. Heute teste ich für euch den Deutz F1 M414. Schauen wir uns ihn doch mal von außen an. Ja, der Traktor wurde grün lackiert, wie man schön sehen kann. Die Farbe passt eigentlich zu so einem Oldtimer. Dann die Räder sind nicht verpixelt, wurden auch sehr realistisch dargestellt. Dann die Felgen wurden rot lackiert. Dann schauen wir mal hinter. Hier hinten kann man einen Anhänger dranhängen, glaube ich. Grubber, Pflüge und so weiter kann man wahrscheinlich nicht dranhängen, weil es das Hebegelenk nicht hat, so viel wie ich jetzt sehe, aber ja. Mal schauen. Dann vorne sieht man eine Aufschrift namens Deutz. Und zwar ist es die Marke des Oldtimers, und zwar Deutz. Dann die Lichter, wo wir hier vorne sehen, werden wir später testen, ob sie auch wirklich funktionieren. Dann hier unten kann man eine Kurbel sehen. Mal von der Seite, hier kann man die Kurbel sehen. Das ist sehr cool, dass die vorhanden ist, weil früher wurden ja die Traktoren somit angelassen. Also ist ein sehr schönes Detail und freut mich, dass das vorhanden ist. Ja, dann die Achse vorne. Man sieht auch, wie die Vorderachsen oder die Vorderräder gelenkt werden. Und zwar durch diesen, durch diese, durch diese Eisenstangen, und es wird hier entlang geführt und hier durch und dann führt es zum Lenkrad. Ja, hier kann man zum Motor reinschauen. Perfekt. Wurde auch alles grün gehalten, also der Motor, alles wurde grün gehalten. Dann hier kann man noch aufs Lenkrad schauen. Und hier sieht man auch den schwarzen Sitzschirm und so weiter. Setzen wir uns doch mal drauf. Ja, wenn wir uns draufsetzen, hören wir, wie der Traktor, wie man so schön sagt, bobbert. Und zwar springt er an. Dann hier unten sieht man den Auspuff. Der Qualm kommt raus, wo er rauskommen soll. Das passt. Ja, schauen wir doch mal in die Innenansicht. Innenansicht ist vorhanden, das ist gut. Dann die Texturen, also ich meine jetzt der Sitz und so weiter, ist eigentlich gelungen und sonst eigentlich auch alles perfekt geworden. Es ist nichts verpixelt und so weiter. Wenn ich das Lenkrad nach rechts bzw. nach links bewege, bewegen sich natürlich auch die entsprechenden Räder dazu. Ja, switchen wir mal wieder nach außen, prüfen, ob das Licht funktioniert. Licht vorne funktioniert einwandfrei. Perfekt. Jo, schauen wir doch mal, wie das Fahrverhalten ist bei diesem Oldtimer. Ja, Anfahrgeschwindigkeit kann man lassen. Für meine Begriffe, für diesen älteren Traktor etwas, ein wenig zu schnell, etwas ist zu viel. Ein wenig zu schnell, sagen wir mal. Aber sonst, ja. Maximale Geschwindigkeit sind 25 km/h. Also das passt auch eigentlich, ist in Grenzen gehalten. Oh ja, und für so einen Oldtimer passt es eigentlich. Ja, jetzt wollen wir doch mal überprüfen, ob wir auch was anhängen können an diesen Traktor, genau. Und zwar hängen wir mal so einen kleinen Anhänger ran. Schauen wir doch mal, ob es funktioniert. Also, ankoppeln können wir schon mal. Zack, angekoppelt. Jetzt fahren wir mal da weg damit. Also, er tut sich natürlich etwas schwer, wie man sehen kann. Der Anhänger ist etwas zu schwer oder der Traktor zu leicht. Aber ich glaube, eher der Anhänger zu schwer und zu groß. Ja, dann lassen wir das lieber mal. Man kann auf jeden Fall was anhängen. Das ist kein Thema, aber ja. Man kann auch leider kein Gewicht vorne dran hängen. Das heißt, er ist eigentlich nur für Rumfahren gebraucht. Also, man kann ihn nur für Herumfahren gebrauchen, obwohl er dann da auch wieder zu langsam ist. Also, man muss gucken, für was man den benötigt.
Ja, schauen wir doch mal in den Shop. Im Shop kostete Deutz F1 M414 5000 Euro. Für meine Begriffe etwas wenig, aber es lässt sich wieder darüber streiten. Dann das Modell ist von Gaien Software. Und ja, die maximale Leistung ist 8 kW, das heißt 11 PS. Und die Unterhaltskosten pro Tag betragen 15 Euro. Dann wurde hier noch eine kleine Beschreibung angegeben, die wo ich jetzt mal vorlesen werde. Und zwar, wenn Sie mit diesem Oldtimer durchs Dorf fahren, werden Sie Ihre Nachbarschaft garantiert zum Staunen bringen. Die maximale Leistung beträgt 8 kW und 11 PS, wie schon gesagt. Ja, es wurde ein schönes Bild von diesem Oldtimer eingefügt und auch das passende Logo. Also, das passt eigentlich. Switchen wir mal wieder nach außen. Jo, von mir bekommt der Deutz 3 von 5 Sternen. Ich kann auch sagen, warum. Und zwar, man kann ihn nicht wirklich gebrauchen, wenn man den kleinsten Anhänger dran hängt. Dann kippt er schon nach hinten, also es ist zu schwer für ihn. Dann, wenn man in der Stadt damit rumfahren möchte, dann ist er natürlich wieder etwas zu langsam. Aber Pluspunkte sammelt er natürlich wieder durch das Aussehen, weil er sieht echt gut aus. Und ja, passt eigentlich auch alles. Licht funktioniert, Lenkung funktioniert, alles klappt. Geräusche gibt er von sich, die passenden Geräusche dazu auch noch. Ja, natürlich werde ich diesen Mod wieder in der Beschreibung verlinken. Und verabschiede mich an diesem Punkt mal wieder von euch und sag da mal wieder Tschüss!